Torreiches Testspiel, wichtige Informationen für morgen und wir haben ein Bild des Tages. Hallo, hier ist Adler TV. Ja, Testspiel für unsere Profis gestern Abend an der Travemünder Allee, der FC Türkei. Ein Oberligist war zu Gast. Am Ende stand es 13:1 für unsere Mannen. Ja, das war sehr, sehr, sehr deutlich. Die haben richtig scharf geschossen. Vor allem der Neuzugang Jordi Wutzra hat gleich 5-mal eingenetzt und auch Haris Hüseyini hat einen Dreierpack geschnürt. Glückwunsch, Männer. Eine souveräne Leistung, gelungener Test gestern Abend. Ja, aber es konnten ja nur 11 spielen. Für die anderen hieß es dann antreten bei Matthias Kurz. Ihr wisst das, der hat die richtig zum Schwitzen gebracht. Auch hier haben wir natürlich ein paar Bilder dazu. Gelungener Abend gestern für unsere Profis also. Ja, morgen gibt es natürlich wieder Adler TV mit allen wichtigen Infos rundum. Von der Jugend bis zu den Profis. Was passiert am Wochenende? Wo wird gespielt? Wie, wann, wo? Das erfahrt ihr alles morgen bei uns. Aber es gibt morgen auch die Pressekonferenz und zwar live. Live auf diesem Kanal die Pressekonferenz von den Profis. Deswegen jetzt abonnieren. Daumen hoch und vor allem die Glocke drücken, dann verpasst ihr morgen diesen Livestream nicht von der Pressekonferenz. Da erfahrt ihr alle wichtigen News rund um den 25. Spieltag in der Regionalliga Nord von unseren Profis. 1. FC Phoenix Lübeck gegen SC Weiche Flensburg, das dürft ihr nicht verpassen, was da alles gesagt wird. So, was haben wir noch? Ich habe es euch gesagt, das Bild des Tages und so sieht es aus. Entstanden gestern Abend in der Kabine. Ja, das ist Kasper. Kasper hat gestern ja die Halbzeitansprache gemacht. Kasper ist der Ruhepol in der Mannschaft. Das Bild geht an Kasper, das Bild des Tages. So, das war's von Adler TV. Danke für heute. Wir sehen uns morgen wieder dann mit einer großen Sendung rund um das Wochenende, was alles passiert. Danke fürs Zuschauen. Ciao.